Das würde ich nur ohne dich machen. Ich bin immer für dich da. Kam dir Elsa irgendwie komisch vor? Sie war Elsa? Ich höre immer diese Stimme. Stimme? Was meinst du? Als eingefleischter Disney-Fan würde mich mal interessieren, was war so dein Disney-Princess-Moment? Der erste Film, den ich gesehen habe, war, ja, ich kann das Wort nie aussprechen, Aschenputtel, Cinderella. Und das fand ich magisch. Und da bin ich verzaubert. Und da weiß man einfach, okay, das alle Filme möchte ich jetzt sehen. Du performst ja normal auf großen Theaterbühnen. Ja. Wie war es für dich, mal im Synchronstudio zu stehen? Also war das eine ganz andere Erfahrung oder ging dir das einfach von der Hand? Ja, ich hatte noch nicht so ganz viel Erfahrung im Synchronstudio. Ich habe mal für Barbie was eingesungen und so. Kleine Sachen. Aber es ist natürlich was total anderes, als auf einer Bühne stehen. Aber es macht so viel Spaß. Ich finde es so toll, eine Stimme leihen zu dürfen, so eine powervolle Frau, so wie Elsa. Und dass man dann wirklich das abstimmen muss mit, wie sie spricht. Und ich vermisse dann einfach auch das Publikum nicht irgendwie, weil das ist einfach eine andere, total andere Art von Arbeit. Und es ist ganz spezifisch und präzise und ich finde das total toll und könnte das noch öfters machen. So. Du sprichst ja in der niederländischen Version Elsa und singst auch den Song. Ja. Ja. Und in der deutschen Fassung singst du. Wie ist das für dich, der Switch zwischen den Sprachen, beziehungsweise ist die Art, den Song zu performen, schwieriger? Eigentlich sind die Sprachen Deutsch und Holländisch sehr ähnlich, aber ich merke, gesanglich ist Deutsch viel einfacher zu singen, weil wir haben in Holland irgendwie die Sprache ist ein bisschen weiter hinten und haben auch ein lauteres Ch. Das hat man in Deutschland auch, aber es ist ein bisschen sanfter und die Vokalen sind auch für Gesangstechnik viel einfacher zu machen. Und das habe ich auch wieder hier gemerkt, weil die Songs, die sind schon eine Herausforderung wieder, so wie Lass jetzt los, das ist jetzt in diesem Film, in Frozen 2, ist es auch wieder, Mann, ey, was haben die denn jetzt wieder geschrieben? Aber es ist so gut, das sind Ohrwürmer ohne Ende. Und da habe ich auch gemerkt, auf Holländisch fällt mir das ein bisschen schwerer, weil das dann, ja, da muss ich meine Technik noch mehr einsetzen. Ich finde, es ist total schön, auf Deutsch zu singen. Elsa, die Vergangenheit ist anders, als du denkst. Du musst die Wahrheit herausfinden. Geh nach Norden, durchquere den verzauberten Wald, hinein ins Unbekannte. Aber seid vorsichtig. Wir hatten immer Angst, dass Elsas Kräfte zu stark für diese Welt sind. Wie ist es für dich zu merken, zu fühlen, dass du so viele Menschen nicht nur berührt hast, sondern dass sich deine Stimme in deren Köpfe gebrannt hat? Ich bin total stolz darauf, dass ich die Stimme von Elsa bin. Also es ist, ich hatte nie erwartet, natürlich erwartet man von Disney, dass es gut ist. Es wird erfolgreich. Aber als ich das dann eingesungen habe, dann habe ich auch gedacht, Mann, es ist gut, aber man kann nicht erwarten, ich wusste nicht, ne, was für einen Effekt das hat. Und dann auf einmal, dass die kleinen Kinder, die 2, 3 sind, die noch nicht ganze Sätze sprechen können, dass die den Song völlig mitsingen können, das ist unglaublich. Also ja, das hätte ich nie erwartet. Und zum Beispiel habe ich es dann irgendwann mal auf einer großen Bühne dann singen dürfen, für eine große Halle, 15.000 Leute. Und dann wurde ich angekündigt, die Willemijn ist die Gesangsstimme von Elsa. Und na, so eine Geschreie. Und ja, also natürlich, wenn man einfach in einem Studio sitzt, merkt man natürlich nicht, was für einen Effekt das hat. Aber all die Reaktionen, die ich jetzt bekomme, ich kann nur sehr stolz drauf sein. Und der Film behandelt ja nicht nur das Thema Freundschaft, sondern auch zusätzlich in dem Fall Toleranz, der zweite Teil. Musik bringt Menschen zusammen.
was kann man als Künstler tun in einer Zeit, wo die Toleranz immer weniger wird und die Konfrontation immer mehr, um die Menschen zusammenzubringen? Wow, tolle Frage. Musik ist so ein starkes Medium. Unglaublich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal ohne Musik leben würden. Beruhigt man. Ich habe auch gehört, dass es eben mehr eingesetzt wird bei kleinen Babys, die krank sind, oder es hilft, es beruhigt, es ist heilend, und das ist, weißt du, wenn man etwas sagen will, wenn man Musik dazu bringt, dann wird es stärker. Ist, wenn es vielleicht nicht so eine tolle Nachricht ist, wenn eine tolle, gute Nachricht ist, wenn es romantisch ist, wenn es böse ist, es macht Musik macht es stärker. Und ich glaube, das verbindet, und ohne Musik geht einfach nicht, Punkt. Dankeschön.